Hallo vom Runenhexaltar. Ja, ich komme aus der Anderswelt, aus meinem morgendlichen Ritual, wie jeden Früh. Und ich durfte heute drüben wieder einiges erleben und möchte euch vielleicht ein klein wenig daran teilhaben lassen. Ja, es war so, dass ich Midgard sehen durfte. Also ich durfte mit der Rabin fliegen heute. Und ja, Midgard ist natürlich sehr, sehr durchgebeutelt. Aber das wissen wir spirituellen Menschen ja, nicht wahr? Und gerade jetzt scheinen sich Kräfte und Mächte gegeneinander aufzustellen. Ja, das alles wie Kampf aussieht. Und es ist ja auch nicht nur unser Land hier betroffen, sondern die ganze Welt ist ja in Corona-Aufruhr, ist in Aufruhr noch damit, dass es eben auch Unfrieden anderer Art gibt. Und ich durfte heute sehen, wie es da blitzt und da kracht und dort scheppert und bis in die kleinsten Familienbeziehungen hinein Unstimmigkeiten herrschen zur momentanen Situation. Und ich habe gefragt, was ist hier falsch? Also was für eine Kraft ist hier am Spielen? Nun ja, warte. Da habe ich dann Runen bekommen, natürlich als Auskunft. Und da tauchte die Runenkraft Othala auf dem Kopfe stehend auf. Othala ist die Rune von Heim, Haus und Familie, Heil der Sippe und Heil der Gemeinschaft. Normalerweise gehört sie ja so rum. So findet man sie auf den Dachfirsten im Fachwerk, denn sie soll Heil bringen. Heim, Haus und Familie. Warum? Naja, weil das für die germanischen Siedler in dem wilden Wald ganz, 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 ganz wichtig war, dass es Heil gab in der Sippe, weil man konnte ja nicht einfach sagen, ach, ich gehe jetzt mal woanders hin, egal, ne? Mir gefällt es ja nicht mehr, die sind alle doof, dann ziehe ich halt aus. Das ging ja damals nicht, ja. Deswegen war es ganz wichtig, das Heil zu halten in der Sippe und mit den Urahnen, den Göttern und den Ahnen und dem Kraftfeld des Landes. Das tun wir heute nicht mehr. Wir sind Othala auf dem Kopfe stehend. Wir legen keinen Wert mehr darauf, Heil in die Sippe und in die Gemeinschaft zu tragen. Und unsere Regierenden legen auch keinen Wert darauf. Denn es geht letztendlich hauptsächlich um Optimierung und darum, Macht auszuleben. Na, auf meine Frage hin, wie wir denn Othala wenden können, wie wir wieder, ja, menschlich-göttlicher werden können, ja, kam dann Urus. Siehst du das? Urus auf dem Kopfe stehend. Wieder auf dem Kopfe stehend. Urus, die Urkraft, die Erdkraft. Da gibt es jetzt verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Man könnte natürlich jetzt ganz lapidar sagen, ja, wir müssen wieder mehr zur Erde zurück. Wir sind praktisch von der Erde weg, deswegen ist Urus gewendet. Wir müssen wieder mehr zur Erde zurück. Ich bekam eher den Hinweis in diesem Falle auf die Kraft- und Machtverhältnisse der Urus-Energie. Ja? Wenn Urus nämlich nicht richtig, also nicht weltengetreu, gelebt wird, dann ist es dominante Macht. Ja? Dominanz. Und wenn sie richtig gelebt wird, dann ist sie Kraft, Erdkraft, Power, ja? Heilkraft, ganz verbunden mit der Erde. Wir sind zu sehr in der Macht und zu wenig in der Kraft. So lasst sie uns wenden, die Urus, auf das Urus Odal, Othala.
wenden kann und unsere Gemeinschaft heilen kann. Ich habe aber auch gesehen, dass dies nur unter gewissen Voraussetzungen passieren kann und wird. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich da 100% recht habe, gell? Ist halt, was ich gesehen habe. Und da geht es darum, dass um Urus zu wenden in uns allen, denn wir sind bis ins kleinste Detail zu sehr Macht, Dominanz besessen. Jeder von uns, auch ich. Wir müssen uns da alle an der eigenen Nase packen. Es ist zum Beispiel dominant, andere nicht selbst machen zu lassen, wenn man als Mutter eine Familie führt. Es ist Dominanz, wenn man als Vater bestimmt, wer die Fernbedienung in der Hand hat, ja. Es ist Dominanz, wenn ich den Garten mit Steinen vollschütte, anstatt für die Bienen und für die Insekten und Tiere das Passende zu pflanzen. Sogar Dominanz ist es, statt dem, was hier wächst, etwas anderes im Garten dauernd hochzuziehen, womit niemand was anfangen kann, also die Tiere und Midgard nicht. Es ist Dominanz, was da geschieht. Es ist Dominanz, was in Beziehungen passiert. Ja. Ich könnte euch da noch ganz viel dazu erzählen. Und was wir brauchen, ist die Wendung in die Kraft. Denn Kraft ist ganz was anderes als Dominanz. Aber das könnt ihr euch ja selber denken, gell? Ein bisschen. So. Ja. Jedenfalls, um das zu wenden, scheint es nötig zu sein, dass wir wirklich, wirklich in einen Leidensdruck geraten, als Gesellschaft, als Menschen, als persönliches Ich, ja, der dann irgendwann dazu führt, dass wir die Macht verweigern. Ich glaube nicht, dass dies schon in meiner Lebenszeit passieren wird. Ich weiß aber, dass ich mit meinem Sein ein Rädchen sein kann, das da ein bisschen dazu hilft, das ein bisschen etwas versucht vorzuleben, sich immer wieder auf die Kraft statt die Macht konzentriert, ja. Und das können wir alle tun, gerade die, die sich als spirituell betrachten und sich dafür interessieren, gerade die können doch dafür sorgen, ein kleines bisschen Rädchen zu sein im positiven Sinne. Sicherlich wird es noch dauern, aber ich weiß, ich weiß seit heute, dass es wendbar ist. Und ich weiß, dass sich Urus wenden wird, wenn wir es nicht mehr ertragen oder unsere Nachfahren dann. Dann wird sich's wenden und dann wird sich auch das Heil der Sippe wiederfinden. Da bin ich mir völlig sicher. Und ich weiß, das ist jetzt nervig für uns alle, weil wir hätten es natürlich alle gleich übermorgen, ne? Das geht nicht. Denn du musst dir mal vorstellen, was für ein Koloss da gewendet werden muss. Was für ein energetischer Koloss. Diese ganze Menschheit. Das ist irre. Ja? Deswegen erwarte nicht, dass es macht und dann ist alles gut. Da müssen jetzt erst Menschen kommen, die sagen, okay, jetzt reicht es mir so, dass ich wirklich, wirklich aufstehe, dass ich wirklich mich völlig verändere. Ja, wir können es vormachen, wir sind schon ein bisschen da drin, ja, indem wir uns dem Konsum nicht mehr so hingeben, indem wir für die Natur leben, ob es nun in unserem eigenen Garten ist oder draußen, indem wir keinen Abfall fallen lassen da draußen, indem wir nicht jeden Mist kaufen, der uns vorgeschoben wird, in dem nicht alles neu sein muss und so weiter. Ihr kennt ja das alles. Ja. Ihr wisst, was sich gut auswirkt auf die Natur und was nicht. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass jeder, der dieses Video schaut, es weiß und auch daran arbeitet. Wir sind das Rädchen, das hilft, die Maschine zu wenden, okay? Aber erwarte nicht, dass es jetzt passiert. Und weil ich weiß, dass es irgendwann passieren wird, kann ich dranbleiben, auch wenn es nicht mehr in meiner Inkarnation hier passieren wird. Aber ich weiß, ich habe daran teilgehabt. Und das
ist was Wunderschönes und wir sollten aufhören, auch da in diese Dominanz zu gehen. Das will ich erleben, es muss jetzt passieren. Buh. Nein, lass dem großen Plan seine Zeit. Denn alles muss sich, sagt die Rune Raido, als Zyklus vollenden dürfen. Denn nur so entsteht aus diesen Menschen statt mächtigen, dominanten Menschen dieser kraftvolle Mensch irgendwann. Meine heutige Überlegung. Ihr könnt es jetzt mögen oder nicht, aber ich freue mich dennoch, wenn ihr mir unter dem Video auch mal einen Kommentar drunter schreibt, so da, ne? Weil mich interessiert, ob ihr mitgehen könnt mit den Runen und ja, dem Flug der Rabin. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen heilen Tag und achtet darauf, nicht dominant zu sein, sondern kraftvoll. Die Runi.